Moin, ihr Lieben, da bin ich nochmal in eigener Sache. Zunächst bedanke ich mich für euer Interesse am Gustav Richard Spezial. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Video über einen belanglosen YouTuber dermaßen zahlreiche Zuschauer anspricht und ihnen obendrein so viele positive Reaktionen entlockt. Das ehrt mich. In der Beschreibung des besagten Films hatte ich ja zu einem kleinen Ratespiel bezüglich der gezeigten Fotostandpunkte aufgerufen und da schulde ich euch natürlich die Auflösung. Viele Aufnahmeorte wurden richtig erkannt, aber weil die Antworten in all euren Kommentaren weit verstreut sind, fasse ich sie hier zusammen und würze das mit der einen oder anderen Zusatzinformation sowie ergänzenden Bildern. Fangen wir mit der Öffnungsszene an. Das ist die Lombardsbrücke über die Alster in Hamburg und die wurde erwartungsgemäß ziemlich schnell enttarnt. Hier sehen wir die Paralleleinfahrt eines ICE aus Richtung Hannover und eines Eurobahn-Ersatzzuges aus Nienburg nach Minden in Westfalen. Im Frühjahr 96 starrt Gustav Richard gebannt auf einen von Osten nach Braunschweig Hauptbahnhof einrollenden Intercity. 20 Jahre jünger ist der Gustav links unten auf diesem Foto aus Schneverdingen an der legendären Heidebahn. 16 Kilometer weiter nördlich in Handelow säumen diese Drahtzüge bis heute den Schienenstrang. Die nächsten Aufnahmen entstanden rund um den Bahnübergang in Schwarzenberg an der Murgtalbahn. Inzwischen ist die Anlage modernisiert und so sah es dort im Sommer 2012 bei meinem letzten Besuch aus. Bis hierher wurden alle Aufnahmeorte korrekt benannt. Bei diesem hübschen BÜ wurde es merklich schwieriger. Er lag auf der Marschbahn zwischen Weddingstedt und Wittenwurt oder etwas weiter gefasst zwischen Heide und Lunden. Auf diesem Bild kreuzt die Bundesstraße 61 die Rollbahn Bremen-Osnabrück südlich von Bassum. Der BÜ gehörte zu jenen, die bis Ende 1992 per Ausnahmegenehmigung mit 200 km/h befahren werden durften. Weil es geografisch passt, packe ich diesen frisch beseitigten BÜ im benachbarten Sieke gleich noch dazu, der im Gegensatz zu seinem Kumpel in Bassum ziemlich schnell erraten wurde. Hier sehen wir den östlichen Bahnhofskopf von Boitzenburg-Elbe an der noch nicht ausgebauten Rennbahn Hamburg-Berlin. Bei diesem Foto gerate ich selbst ins Schlingern. Es zeigt eine Fahrzeugausstellung irgendwo im Hamburger Hafen, vermutlich im Dunstkreis des Bahnhofs Hamburg Süd. Das ist der niedliche Kopfbahnhof Tönning an der Strecke Husum-St. Peter-Ording. Der wurde auch erkannt. Es folgten zwei ganz einfache Übungen. Der Pündericher Hangviadukt auf der Moselstrecke Koblenz-Trier und die Gesamtansicht des Bahnhofs der Bodenseeinsel Lindau. Diese Aufnahme wurde richtig nach Hamburg-Harburg ans alte Kreuzungsbauwerk der Bremer über die Hannoveraner Gleise sortiert. Passend dazu der Blick in die Gegenrichtung. Beides vor dem Bau der Güterumgehungsbahn Maschen-Rotenburgsort. Räumlich gehört auch dieses Bild eines von Bremen nahenden Intercities hierher. Für weitere Informationen verweise ich auf mein Video zum Umbau des Harburger Bahnhofs Anfang der 90er Jahre. Dann gab es wieder ein bisschen Heidebahn, wie auch aus dem Text hervorging. Der BÜ an der B3 nördlich von Wintermoor, der damals noch bunt angestrichene Bahnhof Soltau und der brandneue 628er, der seinem nächsten Halt in Wolterdingen entgegenstrebt. Melle an der Strecke Osnabrück-Löhne wurde ziemlich schnell erkannt. Ebenso, aus nachvollziehbarem Grund, Neustadt am Räubergebirge zwischen Hannover und Bremen. Bardowiek bereitete euch da schon eher Probleme. Mittlerweile ist der Bahnhof von Lärmschutzwänden umgeben. Durch die damals noch freie Pläne im Hintergrund verläuft heute die Autobahn 39. Natrup Hagen war selbsterklärend. Hier noch einmal das nackte Foto ohne störende Texteinblendung. Grund meines Besuchs war übrigens der Schrankenposten 103 südlich der Station. Inzwischen ist der BÜ automatisiert und der Bahnhof zum Haltepunkt degradiert. Die Dame und der Lader beleben die Aufnahme des BÜ in Travemünde Hafen. Der Eilzug aus Lübeck fährt in Richtung Strandbahnhof aus.
Dieser ICE quert den Bremer Weg nördlich des Bahnhofs Celle. Der BÜ war der letzte auf der Strecke Hamburg-Hannover und wurde 1996 aufgehoben. Seine Schranken schützten neben den Zügen auf der Magistrale auch jene auf den Strecken der osthannoverschen Eisenbahnen nach Wittingen und Soltau vor rasenden Automobilisten. Die blaue Bügelfalte hat soeben Bremen Hauptbahnhof in Richtung Hannover verlassen. Dann gab's mal wieder was Einfaches. Das ist unverkennbar die Ausfahrt aus Buchholz-Nordheide gen Hamburg. Diese von Lärmschutz gesäumten Gleise könnten mittlerweile überall sein, finden sich aber an der Horka-Schiene bei Klitten. Gut geschützt vor Bahnlärm sind auch die Anwohner des altbekannten Asshausen auf der Strecke Hamburg-Hannover. Das ist der Blick aus dem Zugfenster auf der Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg und Triberg vor der Überleitstelle Schlossberg. Eine Störung am Zwischensignal S1 in Haste bremste anno 93 meinen Nahverkehrszug von Minden nach Hildesheim geringfügig aus. Aus den planmäßig vorgesehenen Ankunftszeiten konntet ihr souverän den Bahnhof Hamburg-Harburg ableiten. Hier kokelt die Böschung zwischen Roasen und Eistrup an der Strecke Hannover-Bremen. Am 19. Oktober 2012 streckte der ICE 1189 in Lüneburg alle Viere von sich und wurde von der örtlichen Rangierlok zwar nicht bis München, aber immerhin noch in den Güterbahnhof geschleppt. Dies ist die Abfahrtstafel von Basel-Badischer Bahnhof zur Geisterstunde. Mit dem an erster Stelle genannten Erre ging's über die nächtliche Rheintalbahn gen Monnem. Zwei unscharfe Flaschen Wein stehen vor dem stillgelegten Stellwerk B3 in Leipzig Hauptbahnhof. Der sich spiegelnde 100-Wasser-Bahnhof lässt unzweideutig auf Uelzen schließen. Je nach Bildschirmeinstellung erkennt der Betrachter besser oder schlechter, dass der Chronist in Hagen an der Strecke Hannover-Bremen steht. Vor dem Neubau am heutigen Standort präsentierte sich diese Station übrigens so. Der BÜ von Bremen-Mahndorf wurde trotz der Dunkelheit überraschend schnell erkannt. Ein Klo mit Bahnbezug. Wer würde sein Geschäft nicht gern auf der heimeligen Toilette des Haltepunktes Klaasdorf zwischen Berlin und Dresden verrichten? Kommt schließlich nicht jeden Tag ein Gustav Richard vorbei, um durchs kaputte Fenster zu luschern. Das blaue Wunder von Hannover-Nordstadt dürfte jeder kennen, der sich mit offenen Augen durch die niedersächsische Landeshauptstadt bewegt. Nordstadt ersetzte übrigens den von vorstädtischem Flair geprägten Haltepunkt Hainholz an den Fernbahngleisen. Das ist, wie erwähnt, zwischen Hamburg und Lübeck südlich von Bad Oldesloe. Der Kilometerstein gehört zur abgebauten Strecke Schwarzenbeck-Bad Oldesloe, deren Nullpunkt in Berlin lag. Dieses einsame Blocksignal zwischen Badowig und Lüneburg trotzte tapfer der eisigen Kälte am zweiten Weihnachtstag 1996. Ettardshausen an der Strecke Nürnberg-Regensburg war wieder ein Selbstläufer. Aber auch die Szenen aus dem regnerischen Schkopau zwischen Halle und Merseburg habt ihr atemberaubend schnell richtig verortet. Aus luftiger Höhe fällt der Blick auf die Zugkreuzung in Hetzdorf im Flöhertal. Fotostandpunkt war der Hetzdorfer Viadukt an der Sachsen-Franken-Magistrale Dresden-Chemnitz-Hof, der 1992 durch einen Neubau abgelöst wurde. Diesen verwunschenen Ort habt ihr nicht erkannt, aber Angela Dorothea Merkel, geborene Karsner, hat's gewusst und lässt ausrichten, das ist Templin, wo unsere Ex-Kanzlerin aufgewachsen ist. Die Bahnsteigüberdachung von Georgenthal erinnert mich an einen Riesenvogel, der seine Schwingen ausbreitet. Wenige Tage später entschwebte auch der Personenverkehr auf der Strecke Gotha-Gräfenroda auf Nimmerwiedersehen. Dieses und drei weitere Uralt-Bewegtbilder entstanden am Haltepunkt Föhrum zwischen Hannover und Braunschweig. Sicherlich dank der Mülltonnen habt ihr's schnell erkannt. Das ist natürlich der alte Bahnhof Heigenbrücken an der Spessartrampe, der seinen Gleisanschluss 2017 verlor.
Die Polenfotos aus dem Archiv der Tanzmaus entstanden rund um Wolsztyn. Gar nicht weit entfernt von dort liegt übrigens ein Teil meiner Wurzeln. Denn mein Opa wohnte in Sulechów, als es noch Züllichau hieß. Deutlich weiter westlich in Wieren zeigte Ehrenbürger Obelix seinen Unmut ob des fehlenden Lärmschutzes und der Beibehaltung der Bahnübergänge beim Ausbau der Amerikalinie Uelzen-Stendal. Das wurde wundersamerweise nicht erkannt. Der Ostkopf des Bahnhofs leerte. Vielleicht liegt es daran, dass es dort heute geringfügig anders aussieht, wie dieses brandaktuelle Foto beweist. Jenes ominöse Leerte wäre übrigens einen eigenen Film wert. Schauen wir mal. Hier hätte möglicherweise sogar die in der Nähe wohnende Lichtgestalt Kaiser Franz die Strecke Freilassing-Berchtesgaden genannt. Konkret handelt es sich um das Stellwerk von Bischofswiesen. Noch nicht ganz fertiggestellt zeigte sich vor fast genau 20 Jahren der Eggetunnel zwischen Warburg und Altenbeken, welcher Ende 2003 in Betrieb ging. Die Abendsonne bestrahlt die Gleise der Schnellfahrstrecke und der Hannoverschen Südbahn in Fuldatal-Ihringshausen nördlich von Kassel. In Karlstadt am Main wäre vor dem Auge meiner Kamera um ein Haar die halbe Schulklasse von einem wild gewordenen Schwerkleinwagen weggeputzt worden. Vor keine größeren Probleme stellten euch der gute alte Hamburger Hauptbahnhof und die Weserbrücke bei Dreie an der ebenso guten alten Rollbahn Bremen-Osnabrück. Auch der frühe Grenzbahnhof Schwanheide wurde identifiziert. An seine Funktion im Kalten Krieg erinnert bis heute das mächtige Abfertigungsgebäude. Einfacher ist da schon die Verortung dieses seltenen automatischen Blocksignals in Schmilker Hirschmühle im schönen Elbtal. 615 Kilometer flussabwärts in Hamburg ist es weit weniger idyllisch, aber auf andere Art und Weise auch ganz schön. Die Bürgerinitiative Wahnsinn protestierte in Marxen gegen die Wiederbelebung der Strecke Jesteburg-Lüneburg. So gestaltete sich der Bahnsteigzugang in Winsen an der Luhe vor dem dreigleisigen Ausbau zwischen Stelle und Lüneburg. Hier blieben in Sachen Örtlichkeit keine Fragen offen. Und auch dieses Bild war schnell zugeordnet. Der Güterzug rumpelt über die alte Allerbrücke bei Verden, wo übrigens auch das Foto für den Thumbnail des Films entstand. 1997 erfolgte nach dreijähriger Sendepause die Wiederinbetriebnahme der S-Bahn zwischen Rheinbeek und Hamburg-Bergedorf. Und unter anderem ich war dabei, als der Eröffnungszug den Bahnhof Rheinbeek verließ. Wer Spiegelschrift lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist zweifellos Hamburg-Harburg. 4 Züge auf einen Streich konnte ich in Lüneburg erlegen. Das Stumpfgleis mit der 141 ist seit langem Geschichte. Das war eigentlich unmöglich zu erraten, aber ihr habt's immerhin versucht. Wir sind an der dreigleisigen Rollbahn nördlich von Rothenburg-Wümme. Und Harburg. Immer wieder Harburg. Der Nachtzug nach München steht abfahrbereit auf Gleis 3. Diese Szene kennt ihr bereits von meinem NATO-Bahn-Video. Zu sehen ist das südliche Einfahrsignal von Frille. Die letzten Aufnahmen stehen nochmal im Zeichen der Amerika-Linie. 1999 ist der Ausbau bei Uelzen in vollem Gange, während ein Interregio gen Hannover prescht. 22 Jahre später geht die Sonne über den Gleisanlagen von Wieren unter und lässt die Schienenstränge gülden erstrahlen. Ja, Kinners, das war's. Zum Schluss will natürlich der Sieger des Gewinnspiels geehrt sein. Es ist, Trommelwirbel, kein geringerer als Fabian, alias ES64U4. Er hat in beeindruckendem Tempo zwar nicht alle, aber doch recht viele Örtlichkeiten erkannt und sich seinen Preis redlich verdient. Ein Gustav-Richard-Video über einen Bahnhof seiner Wahl.
Und somit dürft ihr euch mental darauf vorbereiten, dass ihr irgendwann in diesem Jahr etwas aus eher ungewohnten Gefilden geboten bekommt. Es geht nach Hanau. Richard und Rhein-Main. Mal gucken, ob das passt. Wo ich schon bei den Ankündigungen bin, will ich euch doch noch eine kleine Vorschau auf die ziemlich konkret geplanten Filmprojekte des neuen Jahres geben. Zunächst einmal fehlt ja noch der dritte Teil der Rundum-Falkenberg-Trilogie und deshalb wird der spätestens im frühen Februar auf Sendung gehen. Aus der Rubrik Bahnhöfe schwebt mir, neben Hanau, vor allem Eschede vor. Da möchte ich euch zum einen die Station an sich präsentieren und zum anderen erzählen, wie ich den Tag des Eisenbahnunglücks erlebt habe, das sich heuer zum 24. Male jährt. Streckentechnisch steht die Heidebahn Buchholz-Soltau-Hannover ganz oben auf der To-Do-Liste, zumal die Vorarbeiten weit fortgeschritten sind. In Angriff nehmen möchte ich endlich auch die neue S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe und die thematisch eng verwandte Vogelfluglinie Lübeck-Puttgarden in Zusammenhang mit dem Belttunnel. Auch auf die scheinbar unscheinbare Strecke Wunsdorf-Nienburg als Teil der Magistrale Hannover-Bremen habe ich Lust. Und ihr ebenso, wie ich euch kenne. Außerdem möchte ich natürlich wieder ein wenig Hintergrundwissen aus der Welt der Eisenbahn vermitteln. Über so eine profane Weichenstörung und ihre betrieblichen Auswirkungen gibt es zum Beispiel mehr zu sagen, als sich manch einer vorzustellen vermag. Und da ihr in den letzten Jahren mehrmals erkennen durftet oder musstet, dass wiederholt spontane Ideen zu einem Film führten, bleibt Gustav Richard eine Wundertüte. Lasst euch überraschen, was ich in den nächsten 12 Monaten aus dem Hut zaubere. Wir sehen uns demnächst in Falkenberg. Tschüss.